Die dritte Amtszeit von Putin und der Antrittsbesuch in Deutschland, man könnte meinen, er sei ein Zwischenstopp zwischen Lukaschenko und Hollande. Gab es nicht einmal mehr Zeit für das deutsch-russische Verhältnis? Ich glaube, dass beide Länder aufeinander angewiesen sind. Es wird aber trotzdem auf beiden Seiten mit sehr vielen Vorurteilen gearbeitet. Einerseits wird Deutschland in Russland unterstellt, man sei zu Putin-kritisch, man würde einfach auch sich über Kleinigkeiten aufregen, das ist falsch, es gibt berechtigte Kritik. Andererseits wird in Deutschland natürlich auch mit vielen Stereotypen gearbeitet und es werden natürlich auch Dinge stilisiert und aus meiner Sicht auch überbewertet. Beide Länder brauchen sich einander und wir brauchen mehr Kooperation, mehr Partnerschaft, auch mehr Freundschaft zwischen Deutschland und Russland, denn bei den großen Themen geht es eben darum, gemeinsame Aufgaben auch gemeinsam zu bewältigen. Was sind denn, glauben Sie, diese ganz großen Dinge, die im deutsch-russischen Verhältnis zwischen beiden Ländern stehen? Wenn ich zum Beispiel an die Frage Gemeinsamkeiten in der UNO denke, dann ist zum Beispiel eine große Frage auch, wie geht man mit Syrien um? Wie geht man auch rückblickend deshalb mit Libyen um? In Russland hat es uns sehr viel Vertrauen gekostet, dass die Russen den Eindruck hatten, wenn einmal ein UNO-Mandat beschlossen worden ist, dann nutzt das die westliche Welt nach ihrem Gutdünken einfach so aus, wie es ihr gefällt und strapaziert ein UNO-Mandat. Das war ein Fehler, denn für uns ist es ja wichtig, dass wir in der UNO Gemeinsamkeiten herausfiltern können. Gleichzeitig muss ich natürlich auch sagen, ich wünsche mir, dass Russland und insbesondere auch China gemeinsam in der UNO mit uns daran arbeiten, eine friedliche Lösung für Syrien hinzubekommen. Denn wenn das nicht möglich ist, die Zivilbevölkerung zu schützen, dann versagt die UNO. Und das ist tatsächlich eine große Gefahr auch für die weitere Stabilität der UNO, aber auch für die gesamte Region des Nahen und Mittelostens. Es ist ja vor allen Dingen so, dass Russland und China im UN-Sicherheitsrat einen möglichen Schlag bzw. eine mögliche Intervention in Syrien verhindern. Vor allen Dingen auch, weil Syrien natürlich ein Wirtschaftspartner von Russland ist. Es gibt mehrere Unternehmen, auch Rüstungsunternehmen, die in Syrien von russischer Seite investieren. Sind das nicht ganz klar wirtschaftliche Interessen, die Russland hier über das Interesse stellt, die Menschen vor einer weiteren Eskalation in Syrien zu schützen? Ich glaube, es geht vor allem um mangelndes Vertrauen nach der Libyen-Entscheidung des UNO-Sicherheitsrates, wo sich ja Russland und China enthalten haben, auch die Bundesrepublik Deutschland sich enthalten hat, ist sehr viel Vertrauen zerstört worden, weil das Mandat damals überstrapaziert worden ist. Die große Gefahr ist allerdings, wenn ein Diktator, ein Despot wie Herr Assad sieht, dass selbst bei geltendem Völkerrecht und im Völkerrecht steht, dass eben die Zivilbevölkerung geschützt werden kann, auch mit humanitärem Einsatz von militärischen Mitteln. Das ist seit 2005 geltendes Völkerrecht. Dass, wenn das nicht geschieht, ein Despot wie Herr Assad sieht, ich kann machen, was ich will. Und das muss sich eben Russland auch vor Augen halten, dass es sehr gefährlich ist für die Zukunft der UNO und eben auch für die Ernsthaftigkeit, mit der wir mit solchen Konflikten umgehen. Jetzt ist Putin wahrscheinlich alles andere als ein lupenreiner Demokrat. Es gibt immer wieder die Vorwürfe, dass natürlich seine Partei vor allen Dingen auch durch Wahlfälschungen die Wahlen in Russland zu ihren Gunsten manipuliert hat. Wie schwierig ist es, mit solch einem Partner gerade auf solch einer Ebene international zusammenzuarbeiten? Wenn man freundschaftlich verbunden ist, und das ist ja Deutschland und Russland der Fall, dann muss man auch offen Kritik äußern können. Und ein Kritikpunkt ist eben auch das Verhalten von vielen Politikern in Russland selbst. Gerade auch auf lokaler Ebene kommt es häufig zu Missbrauch. Das ist ja auch übrigens Gegenstand der öffentlichen Diskussion in Russland. Korruption ist ein Thema, Wahlfälschung war ein Thema. Im unterschiedlichen Umfang, wahrscheinlich kleiner als am Anfang vermutet worden ist. Aber trotzdem ist das eine Frage, die auch die Partei von Herrn Putin und Herrn Medvedev beantworten muss. Wie geht es weiter mit der Modernisierung und der Demokratisierung ihrer Gesellschaft? Und ich glaube, dass Deutschland da sehr gut unterstützen kann. Was glauben Sie, welchen Kurs wird Russland einschlagen? Putin hat gerade bei internationalen Auftritten jetzt in der Vergangenheit und auch für die Zukunft vor allen Dingen sich auch zurückgezogen. Stichwort zum Beispiel G8-Gipfel oder eben zum Beispiel das NATO-Treffen in Chicago. Jetzt der Boykott der Olympischen Spiele in 2012, der angekündigt worden ist. Was ist von einem Putin jetzt zu erwarten in seiner dritten Amtszeit nach diesem Machtwechsel in Moskau? Ich hoffe und ich erwarte auch, dass Präsident Putin Russland Richtung Europa führt. Das bedarf Veränderungen auch auf unserer Seite, aber es bedarf auch vor allem Veränderungen in Russland selbst. Russland und Europa haben sehr, sehr viel gemeinsam. Es gibt große Brücken, die geschlagen worden sind, zum Beispiel auch die Ostsee-Pipeline. Das ist ein europäisches Projekt und das ist auch ein gutes Beispiel für die Kooperation. Dazu gehört Vertrauen und dieses Vertrauen muss ausgebaut werden und gehört auch dazu, dass Russland sich dann mehr in unsere Richtung bewegt.
Sie haben es gerade angesprochen, die Ostsee-Pipeline, die ein großes Projekt war, wahrscheinlich auch ein Etappensieg, ein Meilenstein in der deutsch-russischen oder deutsch-europäischen Beziehung. Was für Projekte stehen da in Zukunft noch an? Wie wird man da seine Projekte und seine Ziele auch mit Russland intensivieren? Es ist ja bei der Ostsee-Pipeline steht ja jetzt auch in Rede, noch zwei weitere Ströme zusätzlich zu ziehen. Und das halte ich auch für sinnvoll. Ich glaube, der Ausbau dieses Projekts kann auch noch mehr und engere wirtschaftliche Kooperationen bringen. Ich denke, dass das ein richtiger Schritt ist. Auch gerade vor dem Hintergrund der Energiewende in Deutschland brauchen wir mehr Gas und auch mehr Gaskraftwerke. Und man muss dann eben auch über gemeinsame Investitionen, gemeinsame Projekte nachdenken. Ich glaube, es gilt hier wie bei vielen anderen Bereichen, wenn die wirtschaftliche Kooperation funktioniert, dann wird auch die politische Kooperation besser. Und das ist zwischen Deutschland und Russland, glaube ich, der Fall. Was wird Frau Merkel von Putin erwarten jetzt auf diesem Staatsort, von diesem Staatsbesuch, diesem Antrittsbesuch von ihm? Ich denke, dass Frau Merkel zu Recht auch auf Modernisierung und Demokratisierung Russlands pocht, auf die Einhaltung der Menschenrechte. Das ist auch richtig, dass das getan wird. Es gab sehr viel Hoffnung, gerade was Herrn Medvedev angeht. Nun ist er Ministerpräsident, zwar in wichtiger Funktion, aber Herr Putin hat das Heft des Handelns wieder in der Hand. Und wir erwarten natürlich von ihm auch, dass er einen Beitrag dazu leistet, dass Russland moderner wird, gleichzeitig stabil ist und zur Demokratisierung beiträgt. Und da ist noch sehr viel zu tun in Russland. Vielen Dank.